Ja, und da sind wir auch schon wieder bei I Am Alive. Ich denke mal auch so langsam in Richtung Ende. Ja, ich habe mir gestern wirklich durch mein letztes Epoxy-Let's Play die Stimme etwas noch mehr versaut. Der Hals kratzt wie Sau. Aber ich hoffe, dass ihr mich immer noch deutlich verstehen könnt. Ich versuche mein Bestes. Ich weiß, dass ich auch manchmal so blub oder pzzz mache. Ja, aber ich versuche das etwas einzuschränken und ganz normal mit euch zu sprechen. So, wir fangen einfach mal an. Ich muss ja aufpassen, hier sind ja auch Banditen überall. Demnach darf ich den Fehler nicht wieder begehen wie beim letzten Mal, dass ich gleich den Bogen gezückt habe, obwohl ich hätte schön eine Kehle aufschlitzen können. Das war ein Fehler von mir. Den werde ich nicht wiederholen. Ja, ja, komm her. Komm her. Schlitz mir die Kehle durch. Schlitz mir die Kehle durch. Nee, ich schlitz dir die Kehle durch. Okay, okay, Leute. Das lässt sich leider nicht so einfach machen. Wie ihr sehen könnt... Ups. Okay, ich bin tot. Blöd gelaufen für mich. Ja. Da habe ich mich wirklich wieder blöd angestellt. Ihr bekommt das sicherlich besser hin. Ich stelle mich halt manchmal bei solchen Dingen blöd an. Ich müsste mal wirklich um einiges mehr an meine Deckung achten. Ich werde jetzt auch diesmal die Pistole zuerst nehmen, damit ich schön bedrohen kann und dann mit Pfeil und Bogen killen kann. So. Stehen bleiben. Stehen bleiben. Boah, greifen sie aber auch schon an. Take it easy, man. Einen werde ich erschießen. Und vor denen werde ich erstmal hier wegrennen. Und den mit Pfeil und Bogen erledigen. Zack. Das hat auch funktioniert. Ja, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt, dann funktioniert so gut wie alles. Das kennt ihr vielleicht von früher, von der Schule oder von jetzt, wenn eure Lehrer euch zutexten. Ja, wir futtern das Ganze mal. Ja. Jetzt gehen wir aber mal weiter. Ich weiß gar nicht, wo genau wir jetzt hin sollen. Ich möchte hier auch nichts verpassen. Oh, hier liegt eine Tote. Oder ein Toter. Ich darf mich auch nicht so hastig bewegen. Ansonsten nippel ich ab. Und ich müsste wirklich aufpassen, dass nicht noch mehr Banditen kommen. Und ich glaube nicht, dass das die einzigsten waren. Ich glaube, da kommt noch viel, viel mehr. Da müsste ich natürlich schauen, wo man hier hochklettern kann. Oder hochklettern könnte. Vielleicht sollte ich erstmal hier hoch, um mir meine Ausdauer wieder komplett zu füllen, obwohl ich ja eine Gasmaske trage. Das ist mir relativ wurscht. Ich muss ja auch mal rennen. So. Hier oben haben wir auch einen wunderschönen Überblick. Wenn ich das so richtig sehe, leuchtet da was, dass wir dahin müssen? Ich gucke jetzt mal auf die Karte. So einfach geht das. Tutti frutti. Mit Zippo. Oder hier lang. Nein, wir müssen hier ums Eck. Da steht jemand. Seht ihr das, Leute? Seht ihr das? Da befinden sich mehrere. Oh. Oh, 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 oh. Das sind aber ganz schön viele, ne? Also ich weiß nicht, ob ich die erledigen kann. Tja, das hat leider nicht so ganz funktioniert. Wir haben noch unsere Knarre und werden dementsprechend jetzt runtergehen, um unsere Pfeile erstmal wieder zu holen. Damit wir überhaupt was... Ups. Ja, Silbo, geh runter, 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 runter. Ich brauche jetzt erstmal meine Pfeile, Leute. Ja. Jetzt habe ich meine Pfeile wieder. Enough.
Oh, scheiße. Oh, scheiße. Das ist schlecht gelaufen. Scheiße. Wo ist mein Pfeil? Oh, Panik. Panik. Sibbo. Ich schieße fast tot. Und euch. Ja, ja. So. Weg hier. Das ist aber auch wirklich unter anderem mein Joystick, der ist wirklich schon so ausgelutscht mittlerweile. Ich muss da manchmal wirklich komplett bekloppt rumdrücken, damit hier überhaupt noch was funktioniert, aber wenigstens haben wir unsere Pfeile wieder. Puh! Um die Kugel tut es mir jetzt ehrlich gesagt nicht wirklich leid. Dann wollen wir mal weiterschauen. Ich darf mich nicht zu hastig jetzt bewegen. Obwohl, ich kann mich auch ein bisschen aufladen. So geizig brauche ich jetzt auch nicht mehr sein. Oh, hier verlieren wir aber wieder was. Wollen wir mal schauen? Ja, da lang müssen wir. Ich nehme noch was. Ich werf noch was ein. Wir könnten auch noch davon was futtern, aber das lassen wir jetzt. Ist ja völliger Schwachsinn, was ich da machen wollte. Damit laden wir ja nur die Energie auf und den Ausdauerbalken nur. Schau mich noch mal kurz hier um. Kleines Intermezzo. So. Was ist denn jetzt los? Ja, ich möchte erleuchtet werden. Ach, hier lang. Weiter. Hallo? Hallo? Henry! Linda! Meg! Hello? They took her! They took her from me! No! No, no, no! What happened? They had guns. May got scared. We got separated. Oh my God, May! Where is Henry? I don't know. I don't know. He went to look for her. He's gone. Okay, here's what we're gonna do. We're gonna split up and search for May. When we find her, we meet at the dock at the end of the pier. Then we get onto the boat together. Yeah, got it? Yeah, I think so. We have no time. The boat's coming. If the captain sees gunfire, he'll turn back for sure. Okay, I'll search over here. You search over there. Whatever happens, we meet at the docks at the end of the pier. You take the pistol. It's dangerous out there. Right. Meet at the docks. Let's go find May. Ja. Now it's just me and my bow. Genau. Ich und der Bogen. Naja, anders geht's leider nicht. Ich bin auch noch ein bisschen angeschlagen. Und ich hoffe, dass ich das wirklich gut hinkriege, damit ihr nichts zu nörgeln habt. Aber wir geben mal unser Bestes. Ich muss mal schauen. Also wir sollen jetzt, soweit ich das verstanden habe, da lang, oder wie? Keine Ahnung, ich gucke jetzt einfach mal nach. Nein, ist die falsche Richtung. Wir sollen dann hier durch. Wir gehen jetzt hier durch. Nein, da sollen wir auch nicht durch. Ja. Soll ich mich hier killen lassen oder was? Ach nee, hier raufklettern wahrscheinlich. Ah, genau. So, und so einfach geht es hier rüber. Aber ich muss hier aufpassen. Ich weiß definitiv, dass hier auch Feinde waren. So ein bisschen... Also ich habe jetzt keine Angst, so eine direkte Angst, sondern so ein bisschen Schiss, dass ich erwischt werde und voll niedergestreckt werde, habe ich schon. Ja? Ich weiß definitiv, dass hier welche waren. Ob ich hier irgendwie hochkomme? Ich glaube, man konnte auch irgendwie hochklettern. Ich möchte diese Sache jetzt aber nicht komplett herausfordern. Ups, ich dachte, da wäre noch was. Ich möchte jetzt erstmal versuchen, hier meinen Hintern zu retten. Dazu müssen wir aufpassen. Ah!
Ja, ihr habt's gesehen. Der wird mich anschießen. Zack, rüber. Das hätten wir geschafft. Das hätte man sich auch einfacher machen können, indem man sich gut versteckt hätte. Falls ihr das mal machen wollt. Ich hab's jetzt auf die falsche Art und Weise eigentlich gemacht. Also halt frontal. Versucht immer, etwas auszuweichen. Egal. Wir haben jetzt eine schöne Knarre. Ich lass dich da auch nicht verrecken. Wenn du willst, kann ich dich auch gerne erstechen. Das wäre dann erledigt. Aber es befinden sich hier noch viel, viel mehr Leute. Also es sind nicht die einzigsten. Macht euch mal keine Sorgen. Einen Erste-Hilfe-Kasten aufgenommen. Ich glaube, hier ist sogar eine, die unsere Hilfe noch benötigen wird. Bin mir aber nicht 100% sicher. Das bedeutet bei mir immer, wenn ich sage, ich bin mir nicht 100% sicher, bedeutet das bei mir, dass es meistens so 50-50 ist. Können wir da hoch? Ich glaube, von da oben können wir spähen, um was zu killen. Wenn das natürlich funktioniert. Man sieht ja hier kaum was. Da unten waren die drei. Hier waren dann irgendwo auch noch welche lang. Die müsste ich vielleicht ausfindig machen. Oh, seht ihr das? Da oben. Da oben ist einer. Da. Den werden wir uns jetzt auch holen. Mit Pfeil und Bogen, wenn es geht. Müssen da natürlich ein bisschen aufpassen. Erstmal hier runter. Meine Güte. Ja, natürlich kannst du da runterspringen. Kleinen verstauchten Knöchel. Obwohl, den können wir jetzt wirklich nicht gebrauchen. So. Ich habe die Waffe doch mal lieber erstmal eingesteckt. Da ist er! Da ist der zweite. Ihr habt's gesehen. Wo ist der? Runter mit dir. Ja, seltsamerweise bleiben die jetzt auch bei Pfeil und Bogen stehen. Ich weiß nicht, ob das nur daran liegt, weil ich den gespannt habe, aber im Normalfall ist das sehr riskant, das zu machen. Also ich würde es euch nicht empfehlen, mit gespannten Pfeil und Bogen die Leute zu attackieren. Dann lieber mit der Knarre und dann wechseln. Wieder runter. Müssen hier echt aufpassen, ey. Ist hier noch was? Nein. Hier ist nichts mehr. Da bewegt sich was. Da bewegt sich was. Oh, 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 oh. Komm her. Nein, es hat nicht geklappt. Ich glaube, der hatte sogar jetzt eine Kopfbedeckung und von daher konnte ich ihn nicht töten. Also er hatte einen Helm auf. Scheiße. Och Mann, jetzt muss ich den ganzen Scheiß wieder von vorne machen. Okay, Leute, ich würde sagen, ich schneide das ganze Ding und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn es soweit ist. Ja, Leute, und da sind wir auch schon wieder. Ich habe schon mal zwei erledigt. Ich bin hier hinten jetzt in die Ecke gegangen. Ich bin jetzt nicht mehr den gleichen Weg von da gegangen. Ich habe mir mal einen anderen gesucht, weil der Typ mit dieser Panzerung auf dem Kopf doch schon ziemlich anstrengend sein kann. Ich versuche den jetzt komplett mal erstmal aus dem Weg zu gehen. Kommen wir hier hoch. Nein, wir kommen hier leider nicht hoch. Wir müssen irgendwie versuchen, nach oben zu gelangen, damit wir eine einigermaßen gute Deckung haben und vielleicht von oben etwas abknallen können. Oh. Oh, ihr habt's gesehen. Da ist wieder jemand. Tja. Ah.
Oh Mann. Ganz schnell wieder aufladen. Das geht hier ganz fix und dann ist da noch einer und der tötet euch dann. Doch, ich lasse euch alle sterben. Ja, hier muss man wirklich aufpassen. Ich versuche jetzt hier irgendwo hochzuklettern. Ja, das ist echt schwierig. Der will hier irgendwie nirgendwo hoch. Sonst wollte er überall hoch und hier will er nicht hoch. Da vorne müssten die anderen sich befinden, die mich angegriffen haben. Aber den möchte ich jetzt nicht unbedingt hin. Nein, wir müssen versuchen, von der Mitte aus, wo der eine da oben stand und mich letztes Mal gesehen hat, hier weiter zu wandern nach da. Und von da aus können wir perfekt, ja, ausweichen, angreifen, was auch immer. Weil es sind schon einige Gegner. So, jetzt hier rüber. Nur aufpassen, dass hier oben sich nicht noch einer befindet. Das wäre natürlich fatal. Ich glaube, da vorne steht schon einer. Wenn ich das richtig sehe. Bin ich mir aber nicht 100% sicher. Ich glaube es nur. Ich möchte dieses ganze Zeugs ungern ein zweites Mal machen. Deswegen bin ich jetzt auch extrem vorsichtig. Ja, da steht jemand. Garantiert. Seht ihr das? Oh. Ja. Bleibt mal lieber in der Beuge. Ach nee, das ist nichts. Das ist nur ein bisschen Dekoration. Ich sehe hier schon wieder Gespenster. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Wir müssen irgendwie, glaube ich, da hoch gelangen. Wir müssen halt May finden. So, hier. Da stehen sie. Okay. Ich muss jetzt eine davon nehmen. So, wo ist der andere Spinner? Ich höre hier was, aber ich sehe nichts. Ich habe nicht genug von dir. Okay, Leute. Ihr seht es. Der kann so nicht draufgehen. Scheiße. Ich hätte nicht so viele Kugeln verschwenden sollen. Ich probiere es jetzt trotzdem. Wo ist der andere Pfeil? Ich könnte mich jetzt hier hochverziehen. Aber ich hätte gern meinen Pfeil zurück. Oh, der steckt jetzt in seinem Kopf drin, ne? Du Sau, gib's mir wieder. Ja, was soll ich machen, Leute? Der gibt ihn mir nicht wieder. Ah, ich habe ihn mir aus seinem Kopf rausgezogen. Vielleicht muss ich einfach öfter in seinen Kopf rauf. Oh. Okay. Ich verziehe mich jetzt hier einfach.
Hau ab, hau ab, hau ab! Oh. May, we've been looking everywhere for you. I'm so glad you're okay. You came for me? Of course, sweetie. I wouldn't leave you here. Now, come on. Let's go find your mother. Okay. Watch out. Okay, Leute. Der Typ ist weg. Zum Schiff gehen. Wir sollen jetzt zum Schiff gehen. Henry ist, ja, irgendwo. Wir wissen es nicht. Wir müssen jetzt hier rüber. Dann hang on tight and I'll take you to the boat. Sounds good to me. Der Bogen ist auch weg. Aber wo zum Teufel ist Henry? Ganz ehrlich. Voll widerlich, die Leute, die einen hilflosen Rollstuhlfahrer umnieten. Aber was erwartet man hier, ganz ehrlich? Oh, darauf klettern. Wenn ihr Henry retten konntet, dann sagt mir bitte Bescheid, wie ihr das gemacht habt. Und dann würde ich das gerne auch nochmal probieren. So, hier ist auch nichts mehr. Also, wollen wir uns verziehen? Was Besseres kann uns hier nicht passieren. The destination is a settlement called Port Siena. Port Siena. How far is that? It will be there, so I guess it's not close. We heard several messages mentioning it before. They have supplies there, and the air is much cooler. That's what May needs. So, da ist unsere Rettung. You must be Linda. While we were waiting for you, the boat nearly got hijacked by some guys with guns. Let's go. We'd all like to leave this place as far behind as possible. Time to go. Are you coming? No, May. I'm not. But why not? I just can't. Not until I've found Julie and Mary. I left them once before. I can't do it again. Besides, Henry's still out there, and I'll bet he needs my help. Then take this to your daughter. She might need it. Thank you, May. I'll make sure she knows it was from you. Thank you for everything you did. Take care. You'll find them. Julie. It's gonna be okay. If you're still here, I'll find you. I promise. I'm gonna find a way to make it up to you. Ja, und so endet die Geschichte von I Am Alive. Anscheinend, ja, hat er seine Frau nicht gefunden. Die Frau hat aber die Botschaft, die Videobotschaft gefunden. Und ihr habt ja gesehen, sie hat geweint. Anscheinend ist ihr Mann gestorben, also unser Protagonist. Ja, oder er ist nicht mehr da und sucht sie weiterhin woanders. Keine Ahnung. So, jetzt schauen wir erstmal auf unseren Spielfortschritt. Erreichen Sie das Ende des Spiels. 100%. Opfer helfen Sie Opfern und finden Sie Hinweise zu Ihrer Familie. 12 von 20. Also, da ist noch gut Luft nach oben.
Mut, das Spiel im Modus Haudegen spielen. Ja, das habe ich natürlich nicht gemacht. Ich wollte ja eigentlich mal erstmal so spielen, damit ich dann wieder erstmal den Anschluss dazu finde und es euch nicht so dumm wird, wenn ich dann ständig krepiere. Diebstahl, sie haben Ressourcen von Unschuldigen gestohlen. Nein, das haben wir anscheinend auch nicht gemacht. Humanismus. Sie haben kein Menschenfleisch gegessen. Plus 5%. Anscheinend habe ich Menschenfleisch gegessen. Und zwar, das war das, was mir in der U-Bahn angeboten wurde. Ja. Anzahl der Tode 16. Gesamtspielzeit 6 Stunden. Bestleistung 85%. Gesamtpunktzahl 85%. Also ich finde, das ist jetzt völlig in Ordnung. Ich wollte jetzt auch nicht hier der Obergamer werden. Da ist halt Luft nach oben. Das könnte man nochmal spielen. Dieses Spiel ist einfach nur geil. Und es lohnt sich auch wirklich für jeden anderen, das mal zu testen. An dieser Stelle würde ich auch sagen, es ist erstmal Schluss mit I Am Alive. Ich hoffe, es war nicht zu schrecklich, mir dabei zuzuschauen, wie ich krepiert bin oder wie ich mich manchmal auch blöd angestellt habe. Wenn ihr der Meinung seid, dieses Spiel gefällt euch, ich würde es euch wirklich empfehlen, holt es euch wirklich dann auch. Ich habe jetzt Geld gespart, etwas über 3 Euro habe ich gezahlt, weil das eine Aktion von Xbox halt war. Ansonsten kostet dieses ganze Game, glaube ich, 14 Euro oder 15 Euro und ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, aber selbst dieses Geld lohnt sich. Ihr habt gesehen, 6 Stunden habe ich jetzt gebraucht. Ich habe mir auch ein bisschen Zeit gelassen, aber man kann sich für dieses Game noch mehr Zeit lassen und dann hast du auch noch mehr als 6 Stunden zum Vergnügen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wir sehen uns dann bei unseren anderen Let's Plays wieder, unter anderem ja mit Epoxy und bald folgt dann auch The Last of Us. Wir sehen uns, bis dann, auf Wiedersehen.